Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, ich begrüße euch. Hi, kommt erstmal, kommt mal ein bisschen näher hier. Kommt, Freunde, kommt mal ein bisschen näher. Noch ein kleines Stückchen. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen, Leute. Ja, gut. Ich bin doch richtig komisch drauf heute. Keine Ahnung warum. Freunde, wir schauen uns den neuen Track, beziehungsweise hören uns den neuen Spotify-Track an. Von Julian Bam, der rausgekommen ist in der Vollversion. Und zwar Baba in der Stadt aus Halloween in Asozial. Ich bin sehr gespannt, Freunde, ihr wisst, ich liebe die Vollversion von den Songs. Wir haben uns auch vor kurzem noch Okay Boomer angehört und falls ihr das Gefühl habt, hey, ich habe vielleicht eine Songreaktion verpasst, klickt gerne hier oben und sieht, da ist eine Playlist verlinkt, da sind alle Spotify-Vollversion-Songs von Ju drin, die ich mir angehört habe und was auch unter anderem übrigens alle sind, die online sind. Also, wir haben uns alle angehört bis jetzt, ja? Ich bin gespannt, Freunde, Baba in deiner Stadt. Ich weiß noch, dass ich den Song sehr, sehr gefühlt habe, meiner Halloween-Asozial-Reaktion. Und ich bin gespannt, wie der jetzt in der Vollversion klingt, Freunde. Wir hören zusammen rein. Los geht's. Oh, stimmt, das war der mit dem Beat. Oh ja, das war der. Also mach das schon mal nackig, meine Mäuschen. Tschüss, Gamer. Hab die Beast Edition Jordans, geile neue Tritter. Endlich Haare an meinem Sack, doch das zeige ich euch später. Was? Leute, was? Ich muss es nicht sehen. Ja. Jordans, geile neue Tritter. Endlich Haare an meinem Sack, doch das zeige ich euch später. Übergroß, mein Schwanz ist locker 50 cm. Leute, also ich will nicht sagen, dass zwischen der Person und mir irgendwelche Parallelen entstehen gerade, aber. Messerscharf, ja, der Gejagte wird zum Jäger. Keine Angst, ich esse nur Tryers, bist nicht Beuteschema. Meine Stimme tiefer als Ausschnitt von Katja Mega. Mein Shisha to go. Ich weiß noch, die Zeile habe ich so gefühlt. Tryers, bist nicht Beuteschema. Meine Stimme tiefer als Ausschnitt von Katja Mega. Mein Shisha to go, achtfach bin zerknallter Dextremer. Düst mich und die Boss und du hast ein Mega-Problem. Dann 31 Bisse kriegt heute Nacht jeder Verräter. Wer bis ist, sonst kriegst du morgen ekligen Katheter. Diese Leute zieht dir das Fell über die hohen Meter. Mein könnt jeder diesen neuen. Wirklich schöner Song. Mein Körper voller Schmuck, trage alles außer Silber. Jeder kleine Pisser weiß, dass krasser wäre was Killer. Ich bin bulletproof, also versuch's, pull einen Trigger. Komm mit du, klar, dass jeder Hund dann wird zu zittern. Ich muss auch wirklich sagen, John hat sich musikalisch auch so krass weiterentwickelt, Mann. Er ist wirklich immer, immer besser geworden und mittlerweile kann er wirklich gut singen. Klar, hier hat Vince auch sehr, sehr viel Arbeit noch geleistet. Und man hört, dass es nicht seine normale Stimme ist, aber auch so Rhythmusgefühl, Taktgefühl und whatever. Er float auch wirklich gut, muss man sagen. Hey, du schicken Nacktbilder mit Wolfs und Ohrenfiltern. Meine Fanboys sind Chicks und deine nur kleine Kinder. Cruiser ohne Lappen, Goldrad, Kappen, 12 Zylinder. Der Benz heute auf, ich komme um die Kurve ohne Blinker. Jeder sucht danach, dass dieser Wolf im Bett echt wild war. Lass die Eier baumeln, als ob ich jetzt einen Kill trage. Zu Hause in meiner Krypto hängen und dann nackt und Bilder. Du vergisst meinen Namen nicht, wenn du mit mir gechillt hast. Weil könnt jeder diesen neuen. Ey Leute, das ist wieder so ein Song, den ich mir auch in meine normale Playlist hier reinhauen würde. Den würde ich hören, wenn ich auf dem Weg irgendwo bin. Den Song würde ich einfach so hören. Es ist aber was Gutes, oder nicht? Es ist auch was Gutes. Es ist ein guter Song, so. Keine Ahnung. Weil jetzt ein paar Beulen, denn ich bin jetzt Papa in deiner Stadt. Also mach doch schon mal nackig. Kennst du meine nicht? Doch das ist Quatsch, du hörst du Säulen in der Nacht auf meinem Stream. Das wird sentimental noch, Leute. Okay. Wir lassen alles raus und deshalb sind wir Macht. Da kennt jeder diesen Neulen. Ich verteile jetzt auf der Beule. Mach doch schnackig meine Mäuschen. Au. Oh, das ist gut. Da kennt jeder diesen Neulen. Ich verteile jetzt auf der Beule. Hä, die Songs werden halt immer besser gefühlt, Leute, was ist da los? Die Songs werden wirklich immer besser. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel das von Apache, das Ja, Nein, Vielleicht, das habe ich mir echt safe so 30 Mal noch angehört seit der letzten Reaction, Leute. Aber ey, das ist doch was Gutes, oder nicht? Also mach doch schon mal nackig meine Mäuschen. Weil könnt jeder diesen Neulen. Ich verteile jetzt ein paar Beulen. Denn ich bin jetzt mal in deiner Stadt. Also mach doch schon mal nackig meine Mäuschen. Das ist ein guter Track, das ist wirklich ein guter Track, Leute. Hilfe! John hat gerade in meinem Kopf einen Live-Auftritt für mich gehalten. Danke für dieses kleine Wohnzimmerkonzert, John. Freunde, du bekommst ein kleines großes Mini-Fazit, ja? Das war Baba in deiner Stadt. Boah,
Sehr, sehr guter Song, Alter. Sehr, sehr guter Song. Wie gesagt, ich habe Jalan vielleicht habe ich auch sehr, sehr oft gehört, einfach so, und den werde ich auch sehr, sehr oft hören. An Jalan vielleicht kommt es nicht ran. Jalan vielleicht ist echt so ein klasse Ding, weil ich gerade auch Apache halt sehr, sehr gerne fühle, sehr, sehr gerne mag und ihn sehr fühle. Deswegen hat das auch ein bisschen mehr so meinen persönlichen Geschmack getroffen, aber der war auch stark. Und wie ich nochmal hervorheben wollte, John hat wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. So, er hat sich wirklich gesteigert. Und auch nochmal an Vince, dicke Shoutouts für die ganzen Instrumentals, für die Beats, für alles, was er da irgendwie macht, das Abmischen und dass überhaupt sowas zustande kommt. Ja, da hat an solchen Projekten Vince ja somit die Hauptarbeit mit dran. Deswegen nochmal Shoutouts dahingehend. Und ja, Freunde, ich bin gespannt auf die weiteren Songs. Ich hoffe, es werden noch einige aus Songs aus der Bohne hinzukommen. Aber auch bei Halloween in Asozial gab es noch den einen oder anderen Song, den ich wirklich gut fand. Mal sehen, Freunde, das war es auf jeden Fall an dieser Stelle von mir. Lasst dem Video, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, kommentiert irgendwas für den Algorithmus. Abonniert, falls ihr es nicht getan haben solltet, aber das ist selbstverständlich, ja. Gut, Freunde, sehen wir uns, habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich, und ciao.